Also für mich ist es sehr faszinierend gewesen, wie eigentlich neue Technologien und Möglichkeiten immer zwei Seiten haben. Zum einen halt das Bedrohliche ein bisschen, aber dass jedes Bedrohliche halt auch wieder extrem viele neue Möglichkeiten bietet. Die spannende These habe ich gefunden, dass es nicht um Storytelling geht von einer Marke, sondern mehr um Storymaking. Also dass man nicht so sehr die Marke, sondern vielmehr den Konsument ins Zentrum stellt und dem Konsument eigentlich zeigt, was er mit dieser Marke erreichen kann. In dem Bereich, wo ich arbeite, ist sehr vieles einfach erwartet. Es ist sehr schwierig, Leute zu überraschen. Ich finde es immer schwieriger, mutige Entscheidungen zu treffen. Also sehr oft wird man eben so zum Kompromiss gezwungen. Als Start-up-Unternehmer sind wir einfach extrem knapp bei den Finanzen. Und es ist interessant zu sehen, dass man mit einem doppelten Budget vielleicht einen 10-fachen oder vielleicht sogar einen 100-fachen Reach überkommt. Mit Überraschung kann man die Leute noch mehr abholen. Und einfach das, was erwartet wird, mit dem lässt sich kein Preis gewinnen.